Heute ist der 16. Januar 2020. Dass die deutsche Strafjustiz gesamt gesehen abartig ist, ist klar. Aber ich möchte das mal ein Beispiel machen, darlegen beim Tschäpe-Prozess, beim NSU-Prozess. Das ist ja so, das ging ja sonst wie viele Jahre insgesamt. Und ja, die Justiz nach der Strafprozessordnung einige Rechte. Und die Verteidiger eher weniger, weil je mehr Verhandlungstage sind, desto mehr hat nach Paragraph 275 StPO Tage Zeit, das Gericht ein Urteil abzufassen bzw. zur Geschäftsstelle zu bringen. Wenn jedoch dem Verteidiger dann endlich mal das schriftliche Urteil vorliegt, und das ist ja ein Riesenpamphlet, ne, normales Urteil besteht aus 2, 3 bis 10 Seiten, je nachdem. Das wird aus, selbst wenn die Duplexdruck anwenden, wovon ich mal stark ausgehe, besteht das Urteil aus, weiß der Kuckuck, wie viel Seiten. Da haben die Verteidiger trotzdem nur 4 Wochen Zeit, die Revision zu begründen. Weil die 4-Wochen-Frist der Revision, die ist fest. Und da gibt es auch keine Ausnahmen, wie halt bei 275. Ja, da hat man normalerweise für ein Urteil 5 Wochen Zeit, das zur Geschäftsstelle zu bringen, ab dem Tag der mündlichen Urteilsverkündung. Und für jeden weiteren Verhandlungstag haben sie halt ein bisschen mehr Zeit. Bei der Revisionsbegründung gibt es sowas nicht. Das heißt, egal ob jetzt ein normales Urteil kommt, weil, was ich, man hat da 3 Diebstähle begangen. Und das ist halt, was weiß ich, mit allen drum und dran, Zeugenvernehmung und so, sind das 3 Seiten oder 3 Blätter und vielleicht 6 Seiten. Und, oder es ist halt jetzt so ein Schäbeurteil mit weiß der Kuckuck, wie viel 100 Seiten. Man hat nur 4 Wochen Zeit. Das heißt, die Rechtsanwälte da, na, diese Sturmherr, ach nee, die sind ja schon länger nicht, wie war das Stahlsturmherr, jetzt, das sind ja andere, Krasel und noch einer, waren das zuletzt gewesen. Die müssen sich darauf vorbereiten, dass wenn das Urteil kommt vom Oberlandesgericht München, dass sie dann in den 4 Wochen, die die Zeit haben für die Begründung der Revision, dass sie in dieser Zeit nichts anderes machen. Die nehmen in diesen 4 Wochen keinerlei Mandatsanfragen an, nichts. Die beantworten nicht eine Frage, was ist der Unterschied zwischen normalen und einem geringwertigen Diebstahl. Die machen gar nichts. Die machen nichts anderes, als die Revision von der Tschäpe zu begründen. Weil das geht einfach nicht anders. Die können in der Zeit nichts anderes machen und die werden wahrscheinlich 10 Stunden am Tag in der Kanzlei sein, wenn das reicht. Weil das reicht auch einfach nicht. Da müsste es gesetzliche, und darum geht es mir dem Video, da müsste es gesetzliche Ausnahmen geben, dass dann halt die Frist verlängert wird. Weil 4 Wochen, das ist, wie soll man das stemmen? Selbst wenn die, und davon gehe ich aus, wie ich es gerade gesagt habe, die ganzen 4 Wochen sich nur alleine mit dem Tschäpe-Urteil befassen. Die können das natürlich immer nur etappenweise machen, aber das ist eine Mammutleistung. Und so ein Riesenurteil kann man gar nicht revisionsfest begründen. Das ist fast unmöglich. Ja, und deswegen können die das hervorragend mit einer Revision angreifen. Aber auch da muss natürlich die Revision stimmig sein. Und wie will man das machen? Ja, also das ist in 4 Wochen, die werden auch Wochenende durcharbeiten. Ja, jeden Tag vielleicht 10 Stunden. Und da müsste es, wie gesagt, vom Gesetzgeber her mal eine, ja, da müsste es Lockerungen geben, dass man da irgendwie mehr als diese 4 Wochen zugesteht, ab einer gewissen Verfahrenslänge.